Wir sind in Kalaratjada und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen hier einen kleinen Spaziergang entlang der Strandpromenade und wir starten mal wieder beim Zonmol-Strand. Aufgrund von Wind und Sonne macht es absolut Sinn, hier diesen Spaziergang zu starten. Und ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Video auf Georgies Kanal. Wir werden hierher übrigens wieder zurückkommen. Keine Sorge, wir werden uns das nochmal aus der Nähe anschauen. Wir haben heute einen lockeren Sonne-Wolken-Mix. 18 Grad in der Sonne, wirklich windgeschützt. Sieht man hier Leute Nackidai und genauso sieht man Leute hier in dicken Jacken. Dazwischen ist alles möglich. Das ist aber auch typisch für die Jahreszeit. Also so wie die letzten Tage waren jetzt seit Montag, ist es natürlich richtig traumhaft. Kannst du nicht jeden Tag erwarten, dass das Wetter so ist. Wir sehen uns ja immer noch ein bisschen mehr Regen herbei. Das war letzte Woche wirklich wenig, zu wenig. Und ich schaue hier nochmal zurück Richtung Zonmol. Und Richtung Ostern sieht die Tendenz so aus, dass das Wetter nicht ganz so toll wird. Aber wirklich seriös ist die Vorhersage noch nicht. So ein schlechter Tag auf Mallorca ist nicht gleich immer ein schlechter Tag, sondern da kann durchaus die Sonne durchkommen und auch wenn Regen vorhergesagt ist, heißt das nicht, dass es den ganzen Tag regnet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter so ist wie jetzt hier geradeaus, ist wahrscheinlich gering, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dauerhaft regnet auch, sage ich mal so. Wir werden sehen, was Ostern los ist. Auf jeden Fall haben immer mehr Geschäfte hier geöffnet. Die noch nicht geöffnet sind, sind am Vorbereiten. Viele putzen, machen und tun hier. Es werden noch letzte Pinselstriche ausgeführt. Und einige wenige machen dann erst Ende des Monats März oder im April auf.
Wie wir schon am Weg sehen können, hat die Gemeinde Cap de Pera hier alles voll im Griff. Es sieht alles gut aus, alles ist sauber. Ein paar Vandalen haben die Strandmauer hier beschädigt. Hier dieses weiße Haus wurde auch noch mal ein bisschen clean gemacht. So ein echter Hingucker. Hoffentlich bleibt das lange, lange erhalten. So ein kleines, schönes, weißes Gebäude hier. Das ist sowieso etwas, was die Strandpromenade hier auszeichnet. Keine riesigen Hotels hier in erster Linie, sondern kleine Häuschen. Und das sollte nach der Meinung von vielen Stammgästen hier auch so bleiben. Hier mal eins von den vielen Kunstwerken, die hier so an der Strandpromenade entlang platziert sind. Das sind wohl zwei Hände, die so zu einem Flügel gefaltet sind oder aneinander gelegt. In dieser Ecke bleiben immer wieder viele Leute stehen, machen hier Fotos, kann man auch verstehen. Hier diese Terrasse, die ist sehr, sehr beliebt, wird nie benutzt, leider. Hier am Rand blühen die Lilanen, oh, ich weiß gar nicht, was das sind, die Blumen hier, herrlich. Auch hier ist geöffnet. Das ist eine große Bar und sieht gut aus. Alles weiß und sauber.
Überall, wo es Sonnenterrassen gibt, da werden die auch genutzt. Egal, wo du bist. Wenn die Sonne weg ist, sind die Leute weg, kommt die Sonne raus, wird dort fleißig Platz genommen. Auch hier ist wieder geöffnet. Übrigens, sobald die Sonne untergeht, dann wird es richtig frisch. Also in der Nacht ist es schon so, ja, knapp einstellig oder auch knapp über 10 Grad noch, je nachdem. Aber schon frisch. Also sobald die Sonne untergegangen ist, zieht man eine Jacke an. All diejenigen, die jetzt den Koffer packen müssen oder möchten. Man hofft natürlich, dass sie alle herkommen zu Ostern. Es ist ja zu befürchten, dass es weitere Streiks gibt. Ich habe schon einige Leute jetzt kennengelernt, die sind verspätet hergekommen, haben 1-2 Tage verloren. Ein Pärchen musste mehr Geld ausgeben, weil sie umbuchen mussten auf einen anderen Flughafen und das hat nicht gerade wenig gekostet. Also schon ärgerlich, diese ganze Streiksituation. Gerade wenn man einen festen Termin hat oder fest gebucht hat seinen Flug. Und das ist ja in der Regel der Fall. Flexibel ist da nicht. So, wir schauen noch einmal über den Hafen hinweg, an der Mole entlang. Noch ist kein Katamaran da, aber in Calamior ist wohl schon wieder einer unterwegs. Da fahren schon wieder die Passagiere. Wer hier oben wohnt, kann sich glücklich schätzen, der sieht diesen wunderschönen Hafen jeden Tag. Chi ha già ciò che entraria dentro di questi.
weil da kannst du wirklich, das schmeckt ja auch nicht sehr gut. Übrigens, in den meisten Orten sind die Palmen schon wieder geschnitten von der Gemeinde. Sieht schon wieder alles ganz gut aus. Die unteren Blätter, die braunen Blätter sind weg. Hier ist das schöne Lokal Royal im Moment geschlossen. Schwer nachzuvollziehen. Wir haben den ganzen Winter eigentlich überwiegend geöffnet gehabt. Und jetzt ist hier irgendwie seit ein paar Wochen zu. So, jetzt gehen wir noch einmal durch die Hauptstraße hier an den Geschäften entlang. Wir werden gleich sehen, auch hier schon, es haben mehr Geschäfte geöffnet, längst nicht alle. Und die, die geöffnet haben, gucken noch nicht so entspannt rein, weil so die Masse an Touristen noch nicht da ist. Und Ostern ist ja bald, aber ist nicht so zu vergleichen mit den Sommermonaten.
Also man kann wohl sagen, so gut etwas mehr als die Hälfte der Geschäfte hat geöffnet. Die anderen sind dabei. Es wird auch fleißig eingeräumt. Das sieht man überall. Große Kartons, Mengen von Kartons stehen vor dem Laden. Aber es gibt auch Geschäfte, die haben zugemacht und machen genauso wieder auf. Die haben gar keine neue Ware. Aber wer öfter kommt an den jeweiligen Ort, also es betrifft ja nicht nur Cala Ratjada, sondern auch andere Orte, der weiß das dann schon. Hier hinten wird es dann ruhiger, also hier ist dann so weitestgehend vorbei. Die Geschäfte sind nicht so frequentiert. Hier die Seitenstraße noch, die Bar hier rechts. Gehen wir jetzt hier nochmal geradeaus runter und noch einmal zum Son Moll. Also der Himmel ist schon ein Traum, die ganzen Tage so, manchmal sogar noch blauer. Heute so Schleierwolken, aber Regen war nicht in Sicht. Ist auch die nächsten Tage nicht. Die Bar hier links ist auch schon wieder eingeräumt, macht aber immer erst spät nachmittags oder abends auf, übertragen Sportsendungen.
Wir kommen zurück zum Mollstrand. Das heißt, dieses Video endet hier in Cala Radiada. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und meine Freude kennt keine Grenzen, wenn ihr Georgies Kanal abonniert. Dafür ein herzliches Dankeschön. Seht es mir bitte nach. Ich komme im Moment mit den Kommentaren lesen noch hinterher, aber mit Antworten nicht. Wenn ich euch mal nicht berücksichtigen kann oder mich kürzer fasse, seid nicht traurig. Ich schätze das trotzdem sehr, wenn ihr mir schreibt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sage tschüss, adios und bye bye. Da hinten ist geöffnet, ja. Aus Cala Radiada, servus.